Darmstadt 98 gegen Eintracht Frankfurt. Let's go! Leute, und was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan und in weniger als einer Stunde ist hier gleich Anpfiff im Böllenfalltor. Es erwartet uns ein hessisches Derby. Trotz der kalten Temperatur erwartet uns ein hessischer Hexenkessel, würde ich mal so sagen. Und ja, ich glaube, der Trainer von Darmstadt, Thorsten Lieberknecht, hat in seiner Pressekonferenz ein paar nette Worte zum Spiel gesagt. Ja, halt verschieben und vorwärts verteidigen und solche Sachen ist auch schön, aber es muss halt auch mal scheppern. Ja gut, wir sind gespannt. Wie wird das heutige Spiel ausgehen? Also ich würde sagen, es wird schwer für Darmstadt auf jeden Fall. Aber ich bin entschlossen, dass wir das heute holen. Wird sich Darmstadt am Ende der Saison retten und in der ersten Bundesliga bleiben? Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, weil die Jungs, unsere Jungs, Kampfgeist ist da auf jeden Fall. Und ich sehe so, ich bin so als Mensch, wenn man was schaffen will, dann schafft man es auch auf jeden Fall. Wenn Darmstadt heute gewinnen sollte, wer wird heute treffen? Mein Name ist Dominik. Klar, da macht ein Tor. Und Pfeiffer, ist er überhaupt im Kader? Pfeiffer ist dabei, glaube ich, ja. Sportliche Kickbase. Tschüss, JTV Bergstraße. So, Freunde, wir sind hier gerade durch die Ticketkontrolle durchgekommen und begeben uns gleich auf unsere Plätze. Freunde, ich bin hier gerade eben neben einem Frankfurter reingekommen. Der hat den Schal offensichtlich an. Ich habe meinen Schal hier drunter. Und er ist einfach nicht durch die Sicherheitskontrolle gekommen. Die haben den Typen einfach nicht reingelassen. Also ich habe echt Glück gehabt, dass ich den Schal drunter hatte und mein Kontrolleur nicht ganz so stringent war. So, Freunde, wir haben das Stadion betreten. Hier ist unsere Auswärtskurve. Hier ist die Südtribüne von Darmstadt und jetzt müssen wir unseren Platz finden, Freunde. Boah, Leute, mein Herz, ey, ich schwör's, ich bin so hyped, Bruder. So, Freunde, das Spiel hat begonnen. Ich blende euch hier mal beide Aufstellungen ein. Ich hoffe, dieses Spiel wird für uns natürlich ausgehen. Ich rechne mal mit einem heißen 4:1 für die Eintracht oder 1:4 Auswärtssieg. Let's go, Forza SG. Van der Weg mit der Ecke rein. Boah, boah, den guten direkt der erste Schuss. Stark, Leute, wir sind sehr gut gestartet. 2 Minuten gespielt und gute Offensivaktion bisher. Gut mit Pressing gestartet und direkt mit Überlegenheit rein da. Stark, Nkunku. Leute, Nkunku ist so stark. Oh mein Gott, der trifft der Bruder. Schade, schade, schade. Zweiter Abschluss von uns, Leute. In der 14. Minute, in den 10 Minuten dazwischen ist wirklich nicht viel passiert. Darmstadt, Respekt, was sie hier abliefern. Also von den Fans her. Nächste gefährliche Chance, Leute. Wir nähern uns so langsam dem Tor. Wir haben jetzt hier die 17. Minute. Eckball oder nicht? Ne, gibt keinen Eckball. So, wir haben mittlerweile die 22. Minute. Darmstadt presst sehr hoch. Wir sehen, wir versuchen halt über die Außen, über Tempo von links oder rechts aus hier durchzumogeln. Passiert hier was? Wow, schade, schade, schade.
Und ja, Freunde, wir hatten gerade zwei gefährliche Fehlpässe im Aufbauspiel hinten. Und ja, zum Glück hat Darmstadt da, was die Offensivakzente angeht, nicht wirklich viel Power hinten dran. Aber wenn da eine andere Mannschaft wäre, hätte man da schon Tor kassieren können. Also Obacht, Leute, Obacht. Starker Ball, übertriebener Ball schon. Oh mein Gott. Ja, 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 ich würde da nicht ausrasten oder schon zu rausschreien hier. Einzelspieler. Jawohl, Junge, Bruder, ich will am liebsten so schreien, Leute. Ich schwöre einfach. So, Freunde, es steht jetzt 1-0 für die SG. Und 50% des Tors geht auf jeden Fall für den Pass für Kalajdzic. Und hier wird Ansgar gefoult, gibt keinen Foul. Hätte hier auf Kalajdzic abgewählt, Leute, wäre gefälscht gewesen. Wir haben jetzt hier die 35. Minute. Das Spiel ist so langsam endlich erwacht geworden. Kalajdzic. Kalajdzic. Gefällt mir, Bruder, sehr an das Tor, das Tor. Ansgar, auch Ansgar, Bruder, mit links vorbeigelegt, das kann nicht sein. So, Freunde, es ist Halbzeit. 1-0 für die Eintracht. Die erste Halbzeit ist rum, steht 1-0 und ich bin happy. Also es könnte schon auch 2-0 stehen, wir haben auf jeden Fall gute Offensivaktion. Knauf hat die erste eine halbe Stunde auf der rechten Seite gespielt, voll Bimbe. Die letzten 10, 15 Minuten intensiver eher links, also der Junge ist ein bisschen frei. Und ja, Sascha, der neue Stürmer, gefällt mir. Zwei geile Pässe gespielt, einer ging davon rein, also er sieht auf jeden Fall den Mitspieler, das gefällt mir sehr gut. Ich erwarte aber in der zweiten Hälfte auf jeden Fall nochmal mehr Power, mehr Stutzigkeit. Von Darmstadt kommt nichts, also wenn Darmstadt so weiterspielt und wir ein bisschen mehr Power und Zahn zulegen, dann geht es hier auf jeden Fall 3 oder 4-0 aus. In dem Sinne, Leute, es ist saukalt. Wir gehen jetzt rein in die zweite Hälfte. Let's go. Ich kann nochmal sagen, bevor wir jetzt rein in die zweite Halbzeit gehen, ich muss mich bei Beko bedanken, weil ohne ihn hätte ich dieses Ticket niemals bekommen. Er hat mich gestern Abend um 23 Uhr angerufen und meinte so, hey Jan, ich habe noch ein Ticket für dich. Gönn dir, genieß diesen Vlog. Und ja, viel Spaß. Deswegen check den Bruder aus, Digga. Er macht richtig geile Stadion-Vlogs. Und ja, Leute, in dem Sinne, Grüße gehen raus. Let's go. Hier eine Durchsage der Polizei. Auf der Südtribüne wird aktuell massiv Pyrotechnik abgebrannt. Ach was, nee. An die Fans auf der Südtribüne. Dies stellt Ordnungswidrigkeiten und Straftaten dar. Nein, Zudem werde ich massiv euch selbst und die Personen um euch rum. Dies wird von der Polizei dokumentiert und im Nachgang konsequent verfolgt. Unterlasst sofort das Abbrennen von Pyrotechnik. Ich meine, das gehört dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr gerne in den Kommentaren ausdiskutieren. Aber das ist Fußball. Das ist Fußball. Und hier kommt die SG. Weiter geht's mit der. So, Freunde, die zweite Hälfte hat begonnen. Von der SG. Ein Gang, Capex und Aronson. Was passiert hier? Und Tor. Ich stehe, das ist der Ziel. Ich habe hier gerade runtergeschaut, Leute. Ich habe nicht ganz die Aktion gesehen. Das tut mir sehr, sehr leid. In der 51. Spielminute, Tor für Eintracht Frankfurt, Torschütze, die 36, Ansgar Knauf. Und mit Julian Fett auf der Gegenfrage. Überlasst das Werfen von den Städten auf dem Platz. Gefährdet damit alle Menschen, die vorne spielen, in der Zeit, in der Welt, 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 in der was passiert hier? Und Tor. Freunde, ich wollte eigentlich nur hervorheben, dass hier auch Sebastian Rode wieder am Start ist, der alte Jigo. Und ja, Freunde, aber ich habe gesehen im Replay, wir haben ja das Tor wunderschön sehen können. Es war sehr schön gespielt und so steht es 2-0 für die SG. Oh, super in die zweite Hälfte gestartet, Leute. Let's go. Gibt es ja auch eine Situation? Kevin ist da. Alter Schwede, Leute. Stark.
starke Parade, Bruder. Erste Aktion von den Linien war auch echt gut gespielt, muss man lassen, Freunde. Der Hinweis von dir bitte, lass das Anrennen in dieser Art von Pyrotechnik. Schiri, ja, doch. Also hier wird sich ganz schön aufgeregt von den Darmstädtern. Das ist so safe, Frau. Lass uns jetzt gerne den Kommentaren ausdiskutieren, aber es ist safe, Frau. Gefährlich, gefährlich, Aktion. Boah, stark. Zeit. 10 Minuten haben wir noch inklusive Nachspielzeit. Deutscher Eckball, das Ding muss weg, das Ding muss weg. Das Ding, oh mein Gott, oh mein Gott. Heiliger Petrus, Digga. Heiliger Petrus haben wir gerade geschützt, Digga. Tisch. Spielzeit präsentiert von Bauhaus. 7 Minuten aufgezwungen.
Walsch und Schrode sind nochmal reingekommen für, ich glaube, Mario. Ohne mal Doppelwechsel. Eventuell. Ja, Freunde, so trennt sich Darmstadt von der Eintracht 2-2. Was war das bitte für ein Spiel? Ey, Leute, ich bin wirklich froh. Mir ist so kalt. Aber ja, Leute, ich würde sagen, lasst den ganzen trotzdem ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog, Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so abgefuckt, dass sie da am Ende diese 2-2 kassiert haben. Aber Darmstadt hat es verdient. Die haben bis zum Ende geackert, haben sich in das Spiel reingekämpft, in die zweite Hälfte reingekämpft, lagen 2-0 zurück und dann haben die am Ende noch dieses 2-2 gemacht. War ein packendes, ein geiles Spiel für uns Frankfurter, ein absoluter Bruch. Und ja, Freunde, in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend noch und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Macht's gut, peace out.